Die Linksfraktionen in den Landtagen von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt rufen zur Bekämpfung von Kinderarmut auf. Das ist Lilly. Lilly lebt mit ihrer Mama Julia, einer Malerin, in Potsdam und geht in die 4. Klasse der Gesamtschule. Julia arbeitet viel und dennoch reicht das Geld am Ende des Monats trotz Kinderzuschlag und Wohngeld oft nicht mehr für ganz einfache Dinge. Manchmal schämt sich Lilly, weil sie ständig mit denselben Klamotten zur Schule gehen muss und keine Freunde einladen kann, weil sie kein eigenes Zimmer hat. Im Urlaub waren die beiden schon lange nicht mehr. Lilly beklagt sich aber nicht, weil sie spürt, wie traurig das ihre Mama immer macht. Dabei wünscht sich Julia sehr, dass es Lilly einmal besser geht als ihr. Vielen Kindern in Deutschland geht es wie Lilly oder schlechter. Allein in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt leben insgesamt rund 183.000 Kinder in Familien im dauerhaften SGB-II-Bezug. Obwohl es in Deutschland wirtschaftlich bergauf geht, bleibt die Kinderarmutsquote konstant hoch. Etwa 2 Millionen Kinder leben bundesweit in Armut. Und das in einem reichen Land. Das ist nicht länger hinnehmbar. Kinderarmut ist ein immenses Zukunftsrisiko für Deutschland, mit verheerenden Folgen für die Betroffenen, die Volkswirtschaft und nicht zuletzt unsere Demokratie. Kinder und Jugendliche haben keine Lobby. Es liegt an uns als Gesellschaft, den Kampf gegen Kinderarmut konsequent anzugehen. Aus Sicht der Linksfraktionen muss an verschiedenen Stellen und auf vielen Ebenen gegen Kinderarmut gekämpft werden. Dafür braucht es einen konkreten Aktionsplan über mehrere Jahre. Deshalb engagieren wir uns in Netzwerken und runden Tischen gegen Kinderarmut. Zentraler Bestandteil des Aktionsplanes ist die Kindergrundsicherung. Sie soll 564 Euro betragen und sicherstellen, dass Kinder wie Lilly ganz normal ihre Freizeit gestalten können. Ob Busfahren, mal ein Eis oder ins Kino. Die Kindergrundsicherung soll alle Kinder gleichermaßen erreichen. Darum muss sie unbürokratisch sein und darf weder Kinder noch Eltern abstempeln. Wir wollen außerdem den Kinderfreibetrag abschaffen, weil er nur den Reichen nützt. Dafür erhöhen wir das Kindergeld auf 328 Euro. Diese und andere Maßnahmen sind nötig, damit es Julia und ihrer Lilly besser geht. Aber es muss endlich gehandelt werden und dafür braucht es politischen Druck. Alle in Deutschland müssen endlich verstehen, Kinderarmut ist ein Problem und wir müssen es bekämpfen. Daher berufen wir das Netzwerk gegen Kinderarmut ein. In dem Netzwerk erarbeiten Fachleute aus verschiedenen Bundesländern gemeinsam mit den Linken in den Landtagen einen Vorschlag für den Aktionsplan gegen Kinderarmut. Gemeinsam werden wir Ideen und Forderungen zur Beseitigung der Kinderarmut bündeln. Denken, sprechen, handeln Sie mit uns, damit Kinderarmut kein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft bleibt.